بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ihr seht, meine lieben Geschwister, schaut mal, das ist übrigens der zweite Band. Es gibt noch einen ersten Band, der genauso dick ist. Und das ist der zweite Band und wir sind schon fast am Ende des zweiten Bandes. Also mit anderen Worten, wir sind fast fertig mit der Sira unseres Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Und das ist eine große Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala. Wir wollen uns heute, insha'Allah ta'ala, mit einer gewaltigen Ereignis zu Lebzeiten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam beschäftigen, was sich relativ am Ende des Lebens unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam abgespielt hat. Und zwar wollen wir uns heute mit Ghazwat Tabuk beschäftigen. Jedoch werden wir nicht direkt auf die Ghazwa eingehen, sondern wir wollen uns noch einmal ein, zwei Ereignisse anschauen, welche stattgefunden haben zwischen der vorherigen Ghazwa, die wir besprochen hatten, und Ghazwat Tabuk. Was war denn die vorherige Ghazwa? Die vorherige Schlacht, mit der wir uns beschäftigt hatten. Welche Schlacht war denn vor der Schlacht von Tabuk gewesen? Hunain und At-Ta'if. Ja, also At-Ta'if gehört noch sozusagen, ist im Grunde genommen, wird als eigenständige Belagerung behandelt, hatten wir auch letztes Mal besprochen gehabt. Ja, und wann fand das statt? Wann war die Schlacht von Hunain gewesen? Wer weiß das noch? Von den Schwestern vielleicht? Wann war die Schlacht von Hunain gewesen? In welchem Jahr? Im Jahr 8 nach der Hijra. Genau. Ja, und zwar nach der Eroberung von Mekka im Monat Shawwal, ja, hat dann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ja, ist er losmarschiert Richtung Hunain aufgrund einige arabischer Stämme, welche sich zusammengeschlossen hatten, unter anderem den Banu Ratafan und den Hawazin, den Thaqif und den Hawazin. Nach der Schlacht von Hunain, bei der die Muslime unglaublich viel Beute erlangt haben, aufgrund eines großen Fehlers des Führers, der gesagt hat, man solle das gesamte Vermögen und die Kinder und die Frauen alle mitnehmen zu dieser Schlacht, gab es noch einige kleinere Ereignisse, welche ich nur kurz erwähnen möchte, aber aus denen wir auch einige wichtige Lehren ziehen können, welche ich nicht einfach so auslassen möchte. Und zwar gab es eine sogenannte Sariya. Was war nochmal eine Sariya gewesen? Der Unterschied zwischen einer Sariya und einer Ghazwa. Kurze Wiederholung, inshallah ta'ala. Was war eine Sariya? Was war eine Ghazwa gewesen? Ja. Okay, wieder Harun jetzt. Ja, bitte. Was jetzt? Was von beiden? Ja, genau. Die Ghazwa ist eine Schlacht, an der der Prophet sallallahu alaihi wa sallam teilgenommen hat. Eine Sariya ist eine militärische Unternehmung, an der der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht teilgenommen hat. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hatte jetzt einige kleinere Trupps geschickt, um bestimmte Götzen auf der arabischen Halbinsel zu vernichten und zu zerstören. Warum hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das getan? Der Grund hierfür ist, dass die arabische Halbinsel ein Rückzugsort für den Islam und für die Muslime sein soll. Das ist ganz, ganz wichtig. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte in einer Überlieferung, dass es keine zwei Religionen auf der arabischen Halbinsel geben soll. Die arabische Halbinsel hat also eine besondere Stellung, ja, für den Islam und für die Muslime. Warum? Weil sie der Ausgangsort für den Islam ist. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat das aber immer verbunden auch mit was? Mit Da'wah. Heißt das jetzt, dass was einige getan haben, wie beispielsweise die Taliban, dass sie da diese beiden, wie heißen diese, was? Die Buddha-Statuen. Von welchem Ort? Bamiyan.
genau. Ja, unser Afghaner, er weiß Bescheid. Ja, ja, die Bruderscheidung von Bamiyan, ja, dass sie das zerstört haben mit der Begründung, ja, das sind Götzen, die müsste man zerstören, dass dies so richtig ist. Nein, das ist nicht so richtig. Und zwar ist es ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass wenn wir uns mal anschauen, ja, in der islamischen Geschichte, wie die Muslime grundsätzlich auch mit Götzen umgegangen sind und mit den Überresten von anderen Völkern, dass sie sie eigentlich immer gelassen haben. Das beste Beispiel ist Ägypten. Die ganzen Tempel und die Sphinx und da waren Muslime gewesen, Sahabe waren das gewesen und die haben das nicht zerstört und gesagt, wir müssen das jetzt zerstören. Warum? Aus welchem Grund? Weil diese Dinge überhaupt nicht mehr angebetet wurden. Sie wurden gar nicht mehr angebetet. Sie hatten überhaupt keine Bedeutung mehr gehabt. Das sind einfach nur Überreste, welche den Menschen aber auch an die Geschichte erinnern. Was hier aber der Fall gewesen ist, hier ging es darum, ja, den Islam zu festigen und dementsprechend musste der Götzendienst auch beseitigt werden. Und das konnte nur beseitigt werden, indem auch die Götzen beseitigt werden. Wenn wir uns mal die islamische Geschichte als Ganzes anschauen, dann sehen wir, dass die Muslime in der islamischen Geschichte, auch wenn es dazu Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Rechtsschulen gibt, dass die Muslime in der islamischen Geschichte mit den Minderheiten immer so umgegangen sind, dass sie sie beten lassen haben und tun lassen haben, was sie wollen. Solange sie das wo tun, solange sie das in ihren Tempeln tun, ja, solange sie ihre Gottesdienste halt in ihren Gebetsäulen abhalten. Und der beste Beleg hierfür ist, ja, dass die Muslime nicht nur das gegenüber Juden und Christen getan haben, ja, dass er Omar ibn Khattab, als er in Persien gewesen war, gesagt hat, geht mit den Zoroastriern, den Majus, genauso um wie mit den Ahl Kitab. Und die Majus sind eindeutig keine Monotheisten, sondern sind Dualisten. Das heißt, die glauben an zwei Gottheiten. Und die Muslime haben das im Grunde genommen überall so umgesetzt. Die Muslime haben Jahrhunderte über den indischen Subkontinent geherrscht. Und was ist dort für eine Religion verbreitet? Der Hinduismus. Da gibt es nicht nur zwei Götter, sondern gibt es Millionen von Gottheiten. Und sie haben nicht ihre Tempel zerstört oder sie ihnen verboten, ihre Religion auszuüben. Nur sie haben sie einfach ihre Religion praktizieren lassen. So sind die Muslime dort umgegangen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Manche sind zu voreilig. Sie sagen, ja, ja, das muss so sein. Und deswegen, als der IS beispielsweise im Irak da einige Museen hat, die Bilder gesehen, ja, dann, als sie die Museen gestürmt haben, dann haben sie die ganzen Statuen klein geschlagen und gesagt, Allahu Akbar, als würde jetzt der Islam, als hätten sie die Kaaba erobert, ja? Als hätten sie Mekka erobert. Und dort die, das hat mit Islam überhaupt nichts zu tun. Die Muslime sind nie so damit umgegangen. Hier ist es aber was? Ja? Hier ist es ein ganz konkreter Fall. Hier geht es darum, ja, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Götzendienst auf der arabischen Halbinsel beenden wollte. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einige Sahabe geschickt. Eine weitere interessante Begebenheit, welche sich zwischen der Schlacht von Hunain und der Schlacht von Tabuk abspielte, ist die Sariyah von Abdullah ibn Huzafa al-Sahmi. Sie wird auch genannt Sariyah al-Ansar. Die Sariyah an sich ist gar nicht wichtig, worum es da ging. Es kam aber zu einem interessanten Vorfall, aus dem wir auch wichtige Lehren ziehen können. Und zwar sagte Ali ibn Abi Talib, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat uns mit einer, so einer Sariyah geschickt und er hat einen Mann an die Spitze, also die Befehlsgewalt, übergeben von den Ansar. Das wird hier nicht genannt, der Name. Und er verlangte von den Muslimen, wahrscheinlich auf andere auch Sahabe darunter wie Ali ibn Abi Talib, ich weiß nicht, ob er dabei gewesen war oder nicht, aber zumindest berichtet er das, ja, auch gewichtige Sahabe. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er forderte von ihnen, ja, dass sie ihm gehorchen sollen. Und auf jeden Fall sagte dieser Mann dann eines Tages, er wollte ihren Gehorsam auf die Probe stellen, und er sagte zu ihnen, hat euch nicht der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, ihr sollt mir gehorchen? Sie sagten ja. Woraufhin er sagte, so sammelt für mich Brennholz. Und sie taten das. Und dann sagte er, und jetzt zündet das an, so dass wir ein Feuer haben. Und sie taten das. Und dann sagte er, geht jetzt in dieses Feuer hinein.
geht jetzt in dieses Feuer hinein. Allahu a'lam, warum er das gemacht hat. Woraufhin einige schon das tun wollten, weil sie gehört hatten, ah, der Prophet hat gesagt, ihr sollt ihm gehorchen. Dann haben sie sich gegenseitig davon abgehalten. Und als sie dann, und sie sagten dann, فَرَرْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِنَ النَّارِ. Ja? Wir sind sozusagen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam geflohen aufgrund des Feuers. Ja, dann werden wir doch nicht freiwillig ins Feuer gehen. Und dann gingen sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, nachdem sie zurückgekehrt waren, und erzählten ihm davon. Und was sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Das ist ganz, ganz wichtig. Unglaublich wichtig. Er sagte, لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Allahu Akbar. Wären sie in dieses Feuer gegangen, hätten sie es bis zum jüngsten Tag nicht verlassen. At-ta'atu fil ma'ruf. Gehorsam ist nur im Rahmen des Guten. Ma'ruf, das, was allgemein als Gutes akzeptiert ist. Unser Prophet sagt an anderer Stelle, la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Kein Gehorsam gegenüber einem Geschöpf im Ungehorsam, also wenn das zu Ungehorsam führt, gegenüber wem? Dem Schöpfer. Gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist eine unglaublich wichtige Regel. Und dieses Ereignis, obwohl es jetzt nur so am Rande ist, ist ein unglaublich wichtiges Ereignis. Deswegen müssen wir uns auch die Frage stellen, warum hat der Prophet gerade diesen Mann ausgewählt? Vielleicht subhanallah, damit wir das lernen. Damit uns klar wird, ja natürlich gibt es eine Form von Gehorsam gegenüber dem Vorgesetzten. Aber dieser Gehorsam ist immer an etwas gebunden. Und zwar an das Gute, an das, was Allah und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Maßstab festgelegt haben. Aber nicht im Allgemeinen. Und das finden wir immer wieder im Koran. In Bezug auf die Eltern. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Allah ta'ala, er sagt, und wir haben die Menschen anbefohlen, Güte zu zeigen gegenüber den Eltern. Und sollten sie dich zu etwas auffordern, worüber du kein Wissen hast, dass du es anbetest, dann gehorche ihnen nicht. Aber begleite sie im diesseitigen Leben im Guten. Immer wieder haben wir das. Immer wieder. Mann oder Frau gegenüber ihrem Ehemann. Es gibt Gehorsam, aber nicht so, dass sie die Grenzen Allah subhanahu wa ta'ala überschreitet. Auch der Bürger in einem Land, wo es eine Regierung gibt. Gehorsam ja, aber nur so weit, dass ich nicht die Grenzen Allahs überschreite. Und deswegen ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir auch verstehen müssen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, صنفاني من أهل النار لم أرهما. Es gibt zwei Gruppen von Menschen, die zu den Hölleninsassen gehören, die ich noch nicht gesehen habe. Also die noch kommen werden in der Zukunft. Und wer ist die erste Gruppe? Qawmun ma'ahum. Asyatun ka aznabil baqar. Eine Gruppe, welche Peitschen hat, wie die Schwänze von Kühen. Yadribuna biha an-nas. Mit denen sie die Menschen schlagen. Also Leute, die in einem System arbeiten, einem Unrechtssystem, einem Unrechtsstaat und welche andere Menschen unterdrücken und foltern. Diese Menschen, subhanallah, werden das Höllenfeuer betreten. Und sie können am jüngsten Tag nicht sagen, mir wurde befohlen, das zu tun. Ich bin nur ein einfacher Beamter gewesen. Ich konnte nichts anderes. Doch, du konntest etwas anderes machen. Ich meine, die anderen, die gefoltert werden, die konnten ja auch etwas anderes machen. Natürlich ist das nicht einfach. Aber es gibt dir nicht das Recht, jemandem anderen Unrecht zu tun. Allah Ta'ala, er hat dir vielleicht erlaubt, dass du in bestimmten Situationen Dinge tust, die verboten sind, die dir selbst schaden. Beispielsweise Alkohol trinken, Schweinefleisch essen. فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Wenn jemand sozusagen in einer Notsituation ist, ohne dass er eine Sünde begehen will, so ist Allah vergebend barmherzig. Aber dürfte ich jemanden anderen töten, nur weil mir selbst gedroht wird, dass ich getötet werde, wenn ich ihn nicht töte? Nein. Dürfte ich jemandem anderen Gewalt antun,
Nur weil mir sonst angedroht wird, ja, dass mir Gewalt angetan wird. Nein, das eine rechtfertigt das andere nicht. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, eine ganz wichtige Regel, welche wir als Muslime verstehen müssen. At-ta'atu fil ma'ruf. Gehorsam immer nur nach dem Billigen, immer nur nach dem Erlaubten, immer nur nach dem Guten. Aber nicht blinder Gehorsam. So etwas gibt es im Islam nicht. Selbst wenn du ein Soldat sein solltest. Auch ein Soldat, der normalerweise immer gehorchen muss. Wenn von dir etwas verlangt wird, was deiner Moral widerspricht, dann musst du sagen, nein, ich kann das nicht tun. Weil sonst trägst du dafür Verantwortung. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er wird dich dafür zur Rechenschaft ziehen. Dann gibt es noch ein schönes anderes Ereignis, und zwar der Islam von Adi ibn Hatim. Der Islam von Adi ibn Hatim. Wer ist Adi ibn Hatim? Kennt jemand Adi ibn Hatim? Wer war das gewesen? Das ist der Sohn von einer sehr, sehr bekannten Persönlichkeit. Wer war Adi ibn Hatim gewesen? Adi ibn Hatim ist der Sohn von Hatim al-Ta'i. Wer war Hatim al-Ta'i gewesen? Akram al-Arab. Ja, kein Akram al-Arab. Yudrabu bihi al-Mathal. Fil karam wal-Jud. Dieser Hatim al-Ta'i war ein Mann, der unglaublich freigebig war. Dass die Leute schon angefangen haben, Gleichnis zu predigen. So und immer zu sagen, ja, du bist ja fast so freigebig wie Hatim. Du bist ja fast so freigebig wie Hatim. Und Ali ist der Sohn von Hatim al-Ta'i. Und auf jeden Fall ist die Schwester von Hatim al-Ta'i gefangen genommen worden und sie hat dann am Ende den Islam angenommen. Und subhanallah, sie hat es geschafft, ihrem Bruder zu überreden, dass er, der geflüchtet ist, dass er zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam geht. Hatim war Christ gewesen, aber er gehörte einer bestimmten Untergruppe des Christentums an. Ich habe das ehrlich gesagt nicht herausgefunden, was das für eine Gruppe ist. Wo war das gewesen hier? Karustie, irgendeine Gruppe, ja, innerhalb des Christentums. Und auf jeden Fall kam er dann zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und er wollte den Propheten sallallahu alaihi wa sallam einfach prüfen und kennen, ob er wirklich ein Prophet ist oder ob er einfach nur ein König ist. Und auf jeden Fall kam er dann zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und er sah, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gerade beschäftigt gewesen war mit einer älteren Frau. Ja, und das war schon für ihn ein Zeichen gewesen, okay, er steht mit dieser älteren Frau einfach so, ja, ein Zeichen dafür, dass er nicht ein überheblicher König ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte dann zu ihm, Aslim, taslim, ja Adi. Ja, die Leute haben gesagt, oh, da kommt der Adi, Adi, der ist so bekannt, ja, der Sohn von Hatim al-Ta'i. Und er meinte, nimm den Islam an, ja, auf dass du unversehrt bleibst. Und das meinte er dann dreimal und er meinte, Adi, ich gehöre aber einer Religion an. Und dann meinte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ich kenne deine Religion besser als du. Ich kenne deine Religion besser als du. Und dann sagte er, du kennst meine Religion besser als ich. Dann meinte er, ja, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Bist du nicht der Anführer deines Volkes? Und er sagte, ja. Und bist du nicht der Anhänger der, genau so heißt das, Rukusiyya, Rukusiyya, irgendeine, wie gesagt, christliche Sekte. Und dann meinte er, ja. Und dann meinte er zu ihm, es ist in deiner Religion nicht erlaubt, dass du den Nirba' nimmst. Nirba' ist, dass du ein Viertel von der Beute nimmst. Das ist für dich nicht erlaubt. Dann war er erstmal völlig verdutzt gewesen, woher er das wusste und woher er diese ganzen Informationen hatte. Und dann sagte er zu ihm, ja, ich glaube, was dich abhält, ist, dass du diese ganzen einfachen Leute um mich herum siehst. Und dann fragte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihn, kennst du die Hira? Hira ist eine Stadt im Irak. Da meinte er, ich habe von ihr gehört, aber ich war noch nicht dort gewesen. Und dann meinte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, subhanallah, la tushikanna al-dha'inatu an takhruja minha bi ghayri jiwar. Ja, es wird eine Zeit, bald eine Zeit kommen, wo eine Frau in ihrer Sänfte auf einem Reittier, ja, von der Hira kommen wird, im Irak, also vom Irak,
ohne dass irgendjemand bei ihr ist, sodass sie nach Mekka reist, ganz allein die Kaaba umrundet. Also mit anderen Worten, der Islam, er wird sich so stark verbreiten, dass die Menschen in Sicherheit leben werden. Und sie braucht sich überhaupt keine Sorgen zu machen. Wir sind stehen geblieben bei der Konversion von Adi ibn Hatim zum Islam. Und wir hatten gesagt gehabt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit ihm gesprochen hat und dann meinte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, könnte es sein, dass sich das abhält, was du hier gerade siehst und dass die Leute sozusagen uns alle angreifen von allen Seiten. Und dann fragte er ihn, kennst du Al-Hira? Er meinte, ja, aber ich war noch nie dort gewesen. Und dann meinte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, es wird eine Zeit kommen, wo eine Frau auf ihrer Sänfte ganz alleine vom Irak bis nach Mekka reisen wird. Und das war damals nicht einfach gewesen. Es ist nicht wie heute ins Flugzeug steigen, ja, und dann steigst du in Jeddah aus und dann bist du in der Gruppe am Flughafen mit dem Reisepass und alles sicher, überall Polizisten. Nein, alleine reisen heißt wirklich durch die Wüste reisen. Durch die Wüste reisen, ja. Und du wirst sehen, wie eine Frau ganz alleine, ja, vom Irak bis nach Mekka kommt und die Kaaba Tawaf machen wird und die braucht keine Angst zu haben, außer vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und latushikanna kunuzu Kisra ibn Hurmus tuftah. Das muss man sich vorstellen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ja, er wird gerade von überall angegriffen, ist auch auf der arabischen Halbinsel und dann sagte er, du wirst sehen, wie die Schätze von Kisra, Khosro, dem Herrscher Persiens, dem gewaltigsten Imperium der damaligen Zeit, neben dem byzantinischen Imperium, wie seine Schätze sich plötzlich öffnen werden, also uns gehören, als Muslime. Da meinte er so, Kisra ibn Hurmus, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Und dann meinte er, Kisra ibn Hurmus, dreimal. Und dann sagte der Prophet, la yushikanna an yabtari man yuqbal maluhu minhu sadaqa fala yajid. Und es wird eine Zeit kommen, wo du sehen wirst, wie Leute versuchen werden, ihre Spenden zu verteilen, aber sie finden niemanden, der sie annimmt. Und dann sagte Ali ibn Hatim, der ja Muslim geworden ist, فَلَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَتَيْنِ. Ich selbst habe zwei dieser Dinge erlebt. Ich habe selbst gesehen, wie eine Frau aus dem Irak kommt, aus Hira, und ganz alleine Tawaf gemacht hat um die Kaaba herum. Und ich bin selbst beteiligt gewesen bei der Schlacht von Al-Madain, also gegen die Hauptstadt des damaligen persischen Imperiums, ja, und ja, habe gesehen, ja, wie die ganzen Schätze nach Medina kamen. وَإِمَ اللَّهِ لَتَكُونَنَّ الثَّارِثَةُ إِنَّهُ لَحَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ وَحَدَّفَنِي. Und bei Allah, die dritte Sache wird ebenfalls eintreffen. Die ersten beiden sind eingetroffen und die dritte Sache wird sich ebenfalls bewahrheiten, auch wenn ich sie selbst nicht gesehen habe. Und die Sache hat sich bewahrheitet. Es gab Zeiten, wo es wirklich so war, dass niemand mehr die Sadaqa angenommen hat. Beispielsweise in der Zeit von Umar ibn Abd al-Aziz. Aber ob ihr es glaubt oder nicht, sogar in unserer heutigen Zeit. So, hä? Die Leute nehmen doch Spenden an. Ja, aber was ist Mal? Was ist Mal? Mal, Vermögen, ist nicht nur Geld. Vermögen sind auch Sachspenden, sind auch Essen. Und du siehst heutzutage, die Leute schmeißen Essen weg, die Bettler sitzen und sagen, nee, will ich nicht haben. Also solch eine Zeit ist ebenfalls eingetreten, wo es so viel Überfluss gibt, dass die Menschen das gar nicht mehr annehmen. Und für sie das überhaupt nichts mehr wert ist. Kleidung wird einfach weggeschmissen. Teilweise wird sie überhaupt nicht mehr gebraucht. Das ist der Islam von Adi ibn Hatim, ja, der vom Christentum dann zum Islam übergetreten ist. Kommen wir jetzt, insha'Allah ta'ala, zu der Schlacht von Tabuk. Wir werden heute, wie gesagt, ich habe das auch schon angekündigt gehabt, auf Instagram nicht alles besprechen können. Wir werden das wahrscheinlich in zwei Teile aufteilen. Heute machen wir eine kleine Einleitung zu der Schlacht, insha'Allah. Die Schlacht von Tabuk ist eine wirklich unglaubliches, gewaltiges Ereignis gewesen. Ein so wichtiges Ereignis, dass Allah Ta'ala diesbezüglich eine ganze Sura herabgesandt hat. Welche Sura? Welche Sura? Wolltest du sagen? Nein, wolltest du nicht sagen. Ja? At-Tawbah. Sura At-Tawbah. Eine der letzten Suren, die Allah herabgesandt hat, die Sura Nummer 9, ja, beschäftigt sich fast ausschließlich mit was? Fast ausschließlich mit der Schlacht von Tabuk. Das ist eine lange Sura, keine kurze Sura, das ist eine lange Sura.
Diese Sura, eine der letzten Suren des Korans überhaupt, ja, beschäftigt sich fast ausschließlich mit den Lehren, welche wir aus der Schlacht von Tabuk ziehen können. Und daran erkennen wir schon, Allahu Akbar. Das muss eine gewaltige Angelegenheit gewesen sein. Wann war die Schlacht von Tabuk gewesen? Die Schlacht von Tabuk war im Monat Rajab des 9. Jahres nach der Hijra. Rajab des 9. Jahres nach der Hijra. Rajab ist der 7. Monat des islamischen Kalenders. Der 7. Monat des islamischen Jahres. Also man kann sagen, ja, circa, wenn wir jetzt At-Ta'if nehmen etc., circa 7-8 Monate, ja, nach den Ereignissen von Hunain und At-Ta'if. Wie heißt diese Schlacht? Welchen Namen hat diese Schlacht? Einmal die Schlacht von Tabuk. Warum Tabuk? Weil die Muslime bis zu einem Ort gelangt sind, der Tabuk hieß. Und zwar ein Tabuk, die Quelle von Tabuk. Das ist eine Quelle, die zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam sehr, sehr klein gewesen ist und später, subhanallah, durch den Segen unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam so groß werden sollte, dass aus Tabuk eine große Stadt geworden ist. Darauf kommen wir noch zu sprechen, inshallah. Also, sie heißt einmal Tabuk aufgrund dessen, weil der Ort, bis zu dem sie hingelangt sind, Tabuk hieß. Gut. Wo ist Tabuk? Wie weit liegt Tabuk entfernt von Medina? Weiß jemand? Genau, 650 bis 700 Kilometer. Das ist nicht wenig. 600 bis 700 Kilometer ist keine kleine Strecke. Wenn man bedenkt, ja, ist länger als die Strecke zwischen Mekka und Medina. Zwischen Mekka und Medina haben wir ungefähr 400 Kilometer. Ja, also fast mehr als anderthalb Mal so lang, ja, wie die Strecke zwischen Mekka und Medina. Wann war das gewesen? In welcher Jahreszeit? Das war in der mitten im Sommer gewesen, im Hochsommer, wahrscheinlich im Juli herum. Also da, wo es extrem heiß ist auf der arabischen Halbinsel. Unerträglich. So unerträglich, dass man tagsüber gar nicht arbeiten kann. Und deswegen die Araber auch immer tagsüber was gemacht haben, einen Mittagsschlaf gemacht haben. Und aus diesem Grund, weil es sich um eine weite Unternehmung handelt, die weiteste überhaupt zu Zeiten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dies auch angekündigt, was er normalerweise nicht getan hat. Er hat es angekündigt, wir werden auch noch gleich erklären, warum er es auch unter anderem angekündigt hat. Und das ist auch der Grund, weshalb diese Schlacht noch einen anderen Namen hat. Und zwar, weiß jemand welchen Namen? Ghazwat al-Usra. Was heißt Usra? Die Araber unter uns, was heißt Usra? Ja? Schwer, anstrengend. Das ist eine anstrengende Angelegenheit gewesen. Das ist nicht einfach. Mitten im Hochsommer, ohne dass du irgendwie klimatisierte Autos hast oder Wagen hast, auf Reittier mit so einer großen Menschenmasse und wenig Proviant, solch eine weite Strecke hinter dir zu lassen. Es ist nicht einfach, seine Familie zurückzulassen. Es ist die Zeit, wo gerade auch die Palmen ihre Datteln herabwerfen, wo sie schön reif sind, wo man sich in seinem Garten in Medina aufhält, wo alles angenehm ist, wo man sich lieber zurückzieht, ein bisschen ausruht. Die Sommerzeit halt. Und es ist nicht die Zeit, wo man sich auf solch einen langen Marsch auf den Weg begibt. Diese Schlacht hat aber noch einen dritten Namen. Und zwar wird sie auch als Al-Fadiha bezeichnet. Als was? Al-Fadiha. Was heißt Al-Fadiha? Al-Fadiha heißt die Bloßstellende. Es handelt sich um die bloßstellende Schlacht. Warum die bloßstellende Schlacht? Wer wird denn bloßgestellt? Die Heuchler. In dieser Schlacht werden die Heuchler bloßgestellt. Wird klar und deutlich, wer ein aufrichtiger Muslim ist und wer den Iman nur mit seiner Zunge bezeugt und nicht mit seinem Herzen. Das ist ein großer Unterschied. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat die Menschen in dieser Schlacht geprüft aufs Härteste. Wir werden sehen, dass die meisten diese Prüfung bestanden haben. Einige haben sie nicht bestanden, obwohl sie aufrichtig waren. Und Allah ta'ala, er sollte sie hierfür hart bestrafen. Darauf kommen wir noch zu sprechen, inshallah ta'ala. Was sind die Gründe dafür,
dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam plötzlich so weit in den Norden marschiert. Mit so einer riesigen Armee, es sollen bis zu 30.000 Männer gewesen sein, also die größte Unternehmung überhaupt. Bis zu 30.000. Allahu a'lam, dass wirklich 30.000 waren, ja, vielleicht waren es auch ein bisschen weniger, aber es war auf jeden Fall mehr als sonst. Es war auf jeden Fall mehr als sonst gewesen. Wie viele waren an der Schlacht von Hunain beteiligt gewesen? Hatten wir letzte Woche gehabt. 12.000. 10.000 war Eroberung von Mekka. 12.000, ja, Hunain. Und jetzt plötzlich 30.000. Also mehr als doppelt so viel. Unglaublich. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat sich nicht nur auf die Leute in Medina gestützt, sondern auch auf die Leute in Mekka und auf die umliegenden arabischen Stämme, welche den Islam angenommen haben. Warum aber? Warum solch eine große Unternehmung? Warum mitten im Sommer? Es gibt hier verschiedene Gründe, die erwähnt werden. Ein Grund, der erwähnt wird, ist, dass die Händler, welche aus Al-Anbar, das befindet sich im Norden, gekommen sind, mit dem Öl aus Ascham nach Medina, um dort das zu verkaufen. Also Händler haben gesagt, dass die Byzantiner und die byzantinischen die Byzantiner sich mit den christlichen arabischen Stämmen, das heißt mit ihren Vasallen, welche das Christentum angenommen haben und welche mit ihnen verbündet sind, dass sie sich zusammengetan haben, um Medina anzugreifen. Es gibt einige, die stellen das in Frage. Der Kefir ist einer anderen Meinung und auch einige andere gelten einer anderen Meinung. Und zwar sind sie der Meinung, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Worte Allah subhanahu wa ta'ala umgesetzt hat in Surat At-Taube, Vers Nummer 123. Ya ayyuhal ladhina amanu qatilu ladhina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah. O die ihr glaubt, ja, bekämpft diejenigen, die umliegend von euch sind, von den Kuffar, von Ungläubigen, und sie sollen in euch eine Härte im Kampf finden. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. So wisst es, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit den Gottesfürchtigen ist. Einige sagen, das ist der Grund. Vielleicht wollte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ein Exempel statuieren. Wir können davon ausgehen, dass es wahrscheinlich wirklich eine Bedrohung gegeben hat. Und wahrscheinlich wollte auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ein Exempel statuieren. Um auf der einen Seite vor seinem Tod noch einmal die Grenzen zu sichern. Und zu zeigen, dass sich die Muslime nicht einschüchtern lassen. Yasir Qadhi, ich habe mir seine Sira angehört. Ich kann euch nur empfehlen, diejenigen, die gut Englisch können, hört euch die Sira an, die ist wirklich sehr, sehr nützlich, sehr ausführlich, sehr gut, sind über 100 Teile. Aber mashallah, wirklich sehr, sehr, hat er wirklich sehr gut gemacht. Und zwar sagt er ist der Meinung, nachdem er sich mit den verschiedenen Meinungen auseinandergesetzt hat, dass der eigentliche Grund für diese Schlacht ein ganz anderer gewesen ist. Und zwar, dass es sich hierbei wirklich um eine Prüfung von Allah handelt. Allah Ta'ala, er wollte die Menschen prüfen. Allah Ta'ala, er wollte, dass nochmal klar wird, wer zu ihnen aufrichtig wird und wer nicht. Allah Ta'ala, er wollte die Muslime vorbereiten auf die Zeit nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und das ist auch geschehen, subhanallah. Und Allah weiß es am besten. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat sich Zeit genommen, um diese Schlacht vorzubereiten. Warum? Weil man braucht für solch eine riesen Anzahl von Menschen, braucht man was? Braucht man Proviant. Man braucht Reittiere. Man braucht Waffen. Das ist nicht günstig. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat wirklich alles investiert, was er besaß. Und wir wissen, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam bei der Schlacht von Hunain sehr, sehr viel Beute bekommen hat. All das ist wieder ausgegeben worden auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er forderte, ja, von den Muslimen, dass sie spenden sollen. Spenden sollen, damit diese Armee ausgerüstet werden kann. Nochmal einen Schritt zurück, vielleicht nochmal, das habe ich gerade vergessen zu erwähnen, was darauf hindeutet, dass die Muslime jederzeit einen Angriff auch von den Vasallen des Byzantinischen Reiches erwartet haben, und zwar ganz konkret von den Ressaziden, von den Ressaniden. Das ist, die Ressaziden sind ein arabischer Stamm gewesen, der das Christentum angenommen hat und der im Norden der arabischen Halbinsel lebte. Im Norden der arabischen Halbinsel. Was darauf hindeutet, dass die Muslime jederzeit einen Angriff von ihnen erwarteten, ist folgendes, und zwar folgende Überlieferung, als Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu, ja, wie es bei Sahih al-Bukhari überliefert wird,
plötzlich nach dem Isha-Gebet, wer war das? Genau, Omar ibn Khattab, ja, bei jemandem anderen, ja, klopfte und dann sagte, was ist passiert? Was ist passiert? Und haben etwa die Rassan, also die Rassaniden, uns angegriffen. Also sie haben jederzeit darauf gewartet, dass ein Angriff kommen könnte von ihnen. Und dann meinte Omar ibn Khattab, nein, da ist noch was viel Schlimmeres passiert, nämlich was? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat sich von seinen Frauen geschieden. Hat er nicht konkret gemacht, er hat sich nur von ihnen zurückgezogen. Er hat einen ganzen Monat, die Geschichte ist bekannt, aber worauf will ich hinaus? Und zwar, dass die Muslime jederzeit darauf gewartet haben, dass es einen Angriff geben könnte von den Rassaniden. Ja, und dementsprechend könnte das ein Grund gewesen sein dafür, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mitten im Sommer in den Norden gezogen ist. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er motiviert jetzt die Muslime. Und subhanallah, es ist unglaublich, was für eine Aufopferungsbereitschaft die Muslime gezeigt haben. Unglaublich. Sowas hat man noch nicht erlebt. Sie haben wirklich gegeben, was sie geben konnten. Mehr ging nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat sie immer wieder motiviert, an verschiedenen Orten, in der Moschee. Und er sagte sallallahu alaihi wa sallam, man yujahiz jaysh al-usrati wa lahu jannah. Wer ist bereit, die Armee der Erschwernis, wo es um diese schwere Unternehmung geht, auszurüsten, dafür zu spenden und bekommt dafür das Paradies. Und die Muslime spenden. Und einer hat sich besonders hervorgetan, Uthman ibn Affan. Und er sagte, ja Rasulallah, ich übernehme 100 Kamele, samt dem Sattel und alles, was dazu gehört. Bi ahlasiha wa aqtabiha. Alayhi bi mi'ati ibil. Bi ahlasiha wa aqtabiha. Und der Prophet saß motiviert weiter. Und dann meinte Uthman, o Gesandter Allahs, nochmal 100 Kamele. Ein unglaubliches Vermögen. Und dann motivierte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam weiter. Und Uthman sagte, o Gesandter Allahs, nochmal 100 Kamele. Und in einer anderen Situation hat Uthman ibn Affan dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam 1000 Dinar in sein Gewand gelegt. Wisst ihr, was ein Dinar ist? Ein Dinar ist ein Goldstück. Die Kaufkraft sind ungefähr 4 Ziegen. 4 Ziegen. Ja? 1000 Dinar. Was kostet eine Ziege heutzutage ungefähr hier in Deutschland? Wenn du eine Ziege kaufen willst, ich glaube so um die 120, 130, nachdem wie schwer sie ist. Ja? Sagen wir mal 500 Euro. Eine Kaufkraft von 500 Euro. 1000 mal 500 ist wie viel? 500.000. Einfach mal eine halbe Million. Hast du eine halbe Million und dann nochmal 300 Kamele. Und deswegen dankte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu Uthman ibn Affan. Ma darra Uthman ma fa'ala ba'd al-yawm. Ma darra Uthman ma fa'ala ba'd al-yawm. Ma darra Uthman ma fa'ala ba'd al-yawm. Uthman wird es nicht schaden, was er ab heute tun wird. Dreimal! Warum? Weil er seine Aufrichtigkeit, seine Wahrhaftigkeit unter Beweis gestellt hat durch Taten. Durch Taten. Es gibt Menschen, bei denen du weißt, subhanallah, die sind aufrichtig aufgrund ihrer Taten. Sie zeigen das tagtäglich immer wieder. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat ihm diese Wahrhaftigkeit, diesen Sidq und diese Aufrichtigkeit, diesen Ikhlas bescheinigt. Und genau das ist es auch gewesen, was dann die Sahabe gesagt haben, zu den Rebellen, welche dann am Ende Uthman ibn Affan getötet haben. Habt ihr nicht gehört, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam über ihn gesagt hat? Sie haben es nicht gehört gehabt. Er hat über ihn gesagt, dass ihm nicht schaden wird, was er ab heute tun wird. Wenn du also deine Aufrichtigkeit zeigen möchtest, dann tu etwas. Allein das Lippenbekenntnis reicht nicht aus. Ja, Allah Ta'ala kritisiert die Gläubigen sogar dafür, dass sie nur reden, aber nichts tun. Was sagt Allah in Surat As-Saff? Ya ayyuhal ladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. O die ihr glaubt, warum sagt ihr etwas, was ihr nicht tut? Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Äußerst verhasst ist es bei Allah, dass ihr sagt, was ihr nicht tut. Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Allah liebt diejenigen, welche auf seinem Weg in Reihe und Glied kämpfen. Ka'annahum bunyanun mursus. Als wären sie ein zusammengefügtes Mauerwerk.
Warum wurden diese Verse offenbart? Am Anfang, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in Medina ankam, haben einige Sahabe gesessen und gesagt, einige Muslime und gesagt, ah, wir wollen endlich kämpfen, wir wollen uns endlich wehren. Und als dann Allah von ihnen verlangt hat zu kämpfen, haben sie einen Rückzieher gemacht. Woraufhin Allah ta'ala diese Verse herabgesandt hat. Nicht reden, tun. Das ist das, worauf es ankommt. Und die Sahaba, radiallahu anhu, die haben es gezeigt. Jeder hat etwas gegeben. Abu Bakr und Umar, radiallahu anhuma, sie haben sich selbst übertroffen. Umar ibn al-Khattab hat gesagt, ich werde diesmal diese Situation ausnutzen, um mal Abu Bakr zu überholen. Für einmal besser sein als er. Und dann kam er mit dem, was er hatte, legte es dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam vor und der Prophet fragte ihn, oh Omar, was hast du deiner Familie zurückgelassen? Er meinte, genauso viel. Also ich habe die Hälfte gespendet. Die Hälfte ist nicht wenig. Stell dir mal vor, ja, du spendest die Hälfte deines Vermögens, alles, was du besitzt, die Hälfte gibst du ab. Und dann in derselben Sitzung, während Omar gerade da ist, kommt wer? Abu Bakr. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam fragt ihn, oh Abu Bakr, was hast du deiner Familie zurückgelassen? Und er sagte nur, ich ließ ihnen Allah und seinen Gesandten zurück. Allahu Akbar, also nichts. Jetzt könnte man sagen, okay, es sollte es nicht so sein, dass man als Muslim ja, nicht alles spendet. Allah sagt zum Koran, ja, das mag sein, aber Abu Bakr ist auch nicht jeder. Abu Bakr ist Abu Bakr. Den kann man nicht übertreffen. Subhanallah. Es gab einige unter den Muslimen, die nicht viel hatten. Sie wollten aber trotzdem spenden. Und sie haben dann eine Handvoll Datteln genommen und sie dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam übergeben. Wer hat sich darüber lustig gemacht? Die Heuchler. Ja, guck mal, die spenden ein paar Datteln. Was bringt schon ein paar Datteln? Haben sich dann darüber lustig gemacht. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat hierüber Verse offenbart. Surat At-Tawbah, Vers Nummer 79. Es gab einen Mann, der hieß Abu Uqayl, der hat sozusagen nur eine Handvoll Datteln dann dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gebracht und er sagte, ich habe nicht mehr. Ja? Und dann haben einige gesagt, Allah, so braucht so etwas nicht. Und Allah offenbart jetzt welchen Vers? Al-Ladhina yalmizuna al-mutawwi'ina min al-mu'mina fi al-sadaqat wal-Ladhina la yajiduna illa juhdahum fayaskharun minhum sakhir Allahum. Diejenigen, ja, welche sich lustig machen, im übertragenen Sinne, ich übersetze es nicht wörtlich, ja, über diejenigen, die freiwillig etwas geben, ja, in Bezug auf was? Die Sadaqat, die versuchen zu spenden, die haben nicht viel. Und auch diejenigen, die nur sozusagen ihre Körperkraft haben, nicht mehr. Illa juhdahu. Sie machen sich über sie lustig und sie verspotten sie. Allah verspottet sie. Und sie werden eine peinigende Strafe bekommen. Leider gibt es immer wieder solche Menschen, subhanallah, die diese Eigenschaften haben. Die reden immer über Moscheegemeinden, ne? Guck mal, die Leute hier, die, weiß ich nicht, die machen nicht wirklich ihre Arbeit richtig. Ja, guck mal, wie wenig sie spenden. Guck mal, die Arbeit läuft nicht gut. Aber selbst machen sie nie etwas. Nichts. Immer nur am Kritisieren. Immer nur am Kritisieren. Das Einzige, was sie können, ist kritisieren. Wenn du für einmal verlangst, mach doch mal etwas selbst. Dann mach's doch besser, bitte. Hier, nimm die Arbeit. Machen sie nichts. Und genauso waren die Heuchler zur Zeit des Propheten, sondern auch bei nicht aus. Immer nur am Kritisieren. Du kannst es nie jemandem recht machen. Wenn jemand viel spendet, dann macht das nur aus Augendienerei. Spendet jemand wenig, dann macht es sich lustig. So eine Spende braucht man nicht. Aber mach es besser. Er versucht es wenigstens. Ein anderer, subhanallah, wie aufrichtig dieses Sahaba gewesen sind. Ein anderer von ihnen, er hatte gar nichts gehabt. Wirklich gar nichts. Und das zeigt doch mal, wie die Situation einiger Sahabe gewesen ist. Nichts, wirklich nichts. Die konnten nicht mal eine Datte spenden. Nicht einmal eine Datte spenden. Es gab einen, der hieß Ulaba ibn Zayd. Ulaba ibn Zayd. Und er hat in der Nacht dann gestanden und geweint, weil er nicht spenden konnte. Und weil er nicht mitziehen konnte. Und dann sagte er, hört euch mal diese Worte an, Allahu Akbar. Allahumma innaka qad amarta bil jihad. O Allah, du hast befohlen, dass wir uns am Jihad beteiligen. Ja, dass wir uns anstrengen mit unserem Körper auf deinem Wege. Wa raghabta fihi, und du hast uns motiviert dazu.
ولم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك. Du hast mir nichts gegeben, womit ich den Propheten sallallahu alaihi wa sallam unterstützen könnte. Weder Vermögen noch ich selbst. Und jetzt hört man zu, was er macht. Das ist Aufrichtigkeit. Und so sollte ein Muslim sein. وَإِنِّي أَتَصَدَّقُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بِكُلِّ مَظْلَمَةٍ أَصَابَتْنِي بِهَا فِي جَسَدٍ أَوْ عِرْضٍ. Allah. Da ich nichts spenden kann, ich kann weder Geld spenden, noch kann ich selbst daran teilnehmen, so spende ich etwas anderes. Und zwar spende ich, dass jeder, der mir in irgendeiner Weise Unrecht getan haben sollte, in Bezug auf meinen Körper oder in Bezug auf meine Würde, dass ich ihm das verzeihe. Er versucht es wenigstens. Er versucht es, er hat die Absicht und spendet dann einfach die Hasa sozusagen, dass er die Menschen verzeiht. Wisst ihr, was der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wa sallam? Er hat ihm gesagt, Allah hat dir vergeben. Allah hat dir vergeben. Diese Leute, die nicht mitziehen konnten, meine lieben Geschwister im Islam, die haben einen bestimmten Namen. Und zwar, die werden Bekka'in genannt. Die werden wie genannt? Bekka'in, die Weinenden. Warum? Weil Allah Ta'ala in Vers Nummer 92 in dieser Sura über sie Folgendes sagt. Also es ist 91, 92. لَيْسَ عَلَى الضُعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى. Wir sind gleich fertig, inshallah. وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. Also kein Haraj, keine Bürde liegt auf wem? Auf den Schwachen, auf den Kranken und auf denjenigen, die nichts haben, was sie ausgeben können, um halt mitziehen zu können. إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِ. Wenn sie aufrichtig sind gegenüber Allah und seinem Gesandten. مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ. Es ist kein Weg, also kein Begehen, also sie begehen keine Sünde, diejenigen, die Gutes tun. وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمٌ. Allah ist vergebend und barmherzig. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْا. Und auch nicht auf sozusagen denjenigen, die eine Bürde, eine Sünde, die zu dir kommen. لِتَحْمِلَهُمْ. Damit du sie mitträgst. Sie sagen, oh Gott, nimm mich mit, egal, irgendwie, dass ich irgendwie auf einem Reittier bin. قلت, du dann antwortest, لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ. Ich habe nichts und ich finde nichts, worauf ich euch mitnehmen könnte. Wir haben nicht genügend Reittiere. تَوَلَّوْا. Sie wenden sich ab. Und jetzt hört mal zu. وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُ مَا يُنْفِقُونَ. Allah. Und ihre Augen weinen. Warum? Sie weinen aus Trauer darüber, dass sie nichts haben, was sie geben können, damit sie mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gehen. Das ist Aufrichtigkeit. Und genau aus diesem Grund hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam bei der Schlacht von Tabuk was gesagt. Sie waren gerade auf dem Weg gewesen, einige sind zurückgeblieben. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلَا دَخَلْنَا وَادِيًا إن أقوام خايفنا بالمدينة. أنت أنس المدينة. Gibt es eine Gruppe von Menschen. ما سيرنا مسيرة. Wir sind sozusagen keinen Schritt gelaufen. ولا سلكنا شعبة ولا وادية. Noch sind wir durch ein Tal gegangen. Außer dass sie mit uns sind. حبسهم العذر. Sie wurden aufgehalten aufgrund ihrer Entschuldigung. Aber sie sind mit ihnen. Sie können nicht, aber Allah gibt ihnen den vollen Lohn, als wären sie dabei. Warum? Weil sie die Absicht hatten. Allein die Absicht führt dazu, dass Allah dir den vollen Lohn gibt. Aber Allah kennt deine Absicht, ob du aufrichtig bist oder nicht. Diese Männer haben gezeigt, sie sind aufrichtig. Sie wollen, sie haben geweint, weil sie nicht mit können. Es gibt Leute, die weinen, weil sie mit müssen. Sie haben geweint, weil sie nicht mit können. Subhanallah. Es ist nicht irgendwie eine Erholungstour gewesen oder sind nicht zum Rummel gegangen oder zum Heidepark. Die sind auf dem Weg gewesen, um vielleicht sogar ihr Leben zu verlieren. Strapazen, Anstrengung. Aber sie waren traurig, dass sie nicht dabei sein durften. Das ist diese Liebe zu Allah, diese Liebe zum Propheten und die Liebe zum Einsatz auf dem Weg Allahs. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das ebenfalls erreichen, dass der Erlinge Rabbi Alim. Wallahi, meine liebe Geschwister. Wenn wir die Absicht haben, aufrichtige Absicht, etwas zu tun für diese Religion, aber aus welchem Grund auch immer daran gehindert werden, aber wir haben die Absicht, seid euch sicher, Allah wird uns in die höchsten Stufen erhöhen.
Unser Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, es gibt Menschen, die erreichen die Stufe der Shuhada, der Märtyrer, obwohl sie auf ihrem Bett sterben. Sie haben einfach nur was? Die Absicht. Ich will etwas tun. Ich möchte etwas machen. Und deswegen sagen die Gelehrten, Niyatul Mu'mini ablagu min amali. Die Absicht des Mu'mins ist weiter als seine Tat. Alleine, weil du es beabsichtigt hast, du wolltest, du hast Allah gesagt, ich versuche es, aber es hat sich geklappt, aus welchem Grund auch immer. Allah wird dich dafür voll und ganz belohnen. Bleiben wir hier stehen, inshallah ta'ala, und werden uns jetzt anschauen, nächste Woche, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ganz konkret losmarschiert ist, was passiert ist auf dem Weg, wer zurückgelassen wurde, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam umgegangen ist mit denjenigen, die zurückgelassen wurden, und wie die Leute dann den Propheten zu Hause empfangen haben, wie sich einige entschuldigt haben, einige gelogen haben. All das, inshallah ta'ala, werden wir dann nächste Woche ausführlich besprechen. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis-sabr. Jazakumullahu khairan.